Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat in Washington die Regierungen der Welt aufgefordert, an freiem Handel und der Globalisierung festzuhalten. Sie verteidigte im Vorfeld der Jahrestagung von IWF und Weltbank die Globalisierung. Sie sei es doch, die der Welt wirtschaftliche Integration und Wohlstand gebracht habe. Was wir sehen, ist eine stärkere Erholung auf breiterer Basis als in den vergangenen Jahren. Und wir erwarten dieses und nächstes Jahr ein höheres globales Wachstum. Der Präsident der Weltbank warnte durch die Blume vor der amerikanischen Wirtschaftspolitik. Wir sind besorgt, dass wachsender Protektionismus, wachsende politische Unsicherheit oder Finanzmarktturbulenzen die fragile Erholung beeinträchtigen könnten. Wegen der feststeckenden Brexit-Gespräche mahnte Lagarde Großbritannien zu mehr Klarheit über seine Brexit-Pläne. Die Art und Weise des britischen EU-Ausstiegs betreffe viele Menschen und Unternehmen. Es brauche Klarheit über die Fundamente der künftigen Beziehungen.